dulde ich furchteinflößende Fremde. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass uns der Spark zum Leuchtturm begleitet. Erst wenn wir den Leuchtturm-Tentakel zerstört haben, können wir Warp-Tunnel erzeugen, die uns zu anderen Planeten und letztendlich zu Misera führen. Ich kann den Leuchtturm für euch öffnen. Passt auf, wir treffen uns dort. Oh, binga binga bonga, Baby. Mr. Krabs sagt, ihr habt den Spark. Bringen wir ihn zum Leuchtturm, bevor... Du schon wieder, die Sparkjägerin. Keine Sparkjägerin. Ich bin Rebella. Klasse, Rabbit Rebella. Willkommen in... Rebella. Raumschiff, hm? Ihr habt ein Raumschiff, hä? Wie wär's mit einer Mitfluggelegenheit? Ist ja nicht so, dass ihr keine Hilfe braucht. Ich glaube, wir sollten langsam anfangen, 3 Helden an vorderster Front aufzustellen. Wer übernimmt die erste Schicht? Weiß ich tatsächlich noch nicht, wer die erste Schicht übernimmt. Aber das finden wir bestimmt gleich heraus, wenn ich das eingestellt habe. Und damit, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids Sparks of the Hoffnung. Ganz genau. So, wir können jetzt den dritten ins Team machen. Und es ist ja wohl klar, wen wir nehmen. Wir haben das letzte Mal... Wir können auch noch 4 nehmen. Boah, 4 wären strong. Ich würde tatsächlich gerne... Wen fand ich denn sehr stark? Hatten wir Rabbit Luigi? Hatten wir, glaube ich, noch nie im Team, oder? Komm, wir nehmen mal anstelle von Rabbit Mario, weil der nur Nahkampf kann, Rabbit Dings rein und Rabbit Peach. So. Wunderschön. Ich hätte gesagt, weil hier Skilltree bei ihr machen. Mal gucken, was es gibt. Mehr Leben, länger fliegen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer, verstärkt den Schaden. Boah, mehr Dashes wären halt auch... Ihr Leben hat sie grundsätzlich. Ah, 800, okay. Das geht noch. Stopp, ich wollte gucken, was das hier ist. Oh, die Reichweite muss größer. Wichtig. Erlernen. Cool, das war's. Bei Rabbit Luigi... Den wir schließlich noch nicht benutzt haben... Deswegen wir hier mal ein bisschen gucken müssen, was er hat. Ich habe keine Ahnung, was Erschöpfung macht. Ich weiß auch nicht, was dieser ganz rechte Bereich ist. Der ist immer noch ausgeblurrt. Mal gucken, was da noch kommt. Schwächeeffekt nach Raserei. Warum denn nicht? So. Rebel Peach hat auch nochmal 2 bekommen. Die Reichweite der Waffe erhöhen oder eine krassere Heilung? Oder mehr Schaden für die letzte Rakete. Ach komm, nehmen wir das. Erlernen. Ah, können wir gar nicht. Cool. Ah doch, haben wir erlernt. Oh, ich bin immer noch so verwirrt. Reichweite oder sparen? Wir sparen, komm, wir sparen. Bei den anderen gucken wir dann, wenn wir sie ins Team holen. Hat der einen Waffenskin? Nö. Hat sie Waffenskins? Ja, Galaxy. Aber ich finde, die sehen nicht krass aus. Also, ich finde die Standardversion schöner als dieses Galaxy. Aber das ist relativ egal. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Tief unter Wasser. 1 von 2 gereinigten finster Zeitenergiekristallen. Genau. Komme, was wolle. Betritt den Leuchtturm. Das ist unsere nächste Quest. Kann ich Quests sehen? Sehe ich Quests? Fortschritt ist... Sehe ich Quests? Uns fehlt hier noch 1. Okay, da müsste man... Oh, hier fehlen noch mehrere. Ja, wir haben auch ein paar verpasst scheinbar. Wie sehe ich denn jetzt, wo wir hin müssen? Egal, so, da haben wir wieder Mr. Krabs. Ich wüsste nicht, was Augi dazu bewegen könnte, ein köstliches Stück Käsekuchen liegen zu lassen. Wir sollten auf der Hut sein. Okay, Bipo, wenn du das sagst. Step mal hier hoch. Level 5 Gegner. Oh ne, der verfolgt uns. Egal, wir dashen ihn weg. Wunderbar.
Wir starten erstmal mit einem Kampf. Finde ich gut. Für die Erfahrungspunkte, Leute. Nur für die Erfahrungspunkte. Das ist wichtig. Es lädt tatsächlich sehr lange. Hallo? Perfekt. Sieger alle Gegner. Das hatte ich tatsächlich vor. Wir sind jetzt schließlich schon zu dritt im Team. Und ja, Rabbit Luigi hatten wir tatsächlich noch nie. Weswegen wir auch einfach mal gucken müssen, was er Spannendes kann. Wollt ihr mehr? Ja, natürlich, klar, kein Stress. Sind hier... Nein, hier sind nicht nur Gumbarinos. Wir können... Wir gehen so hin. So treffen wir alle. Und auch beim Zurückholen den nochmal, der ist down. Ist er nicht? Das würde ich halt auch mal gerne testen. Alle Ziele, die sich in Reichweite befinden. Ja, aber wir machen eins nach dem anderen. Wir machen jetzt erstmal hier den Fresh Dash. Ich habe den einen nicht getroffen, weil ich mich nicht gerade hinbekomme. Ach man. Er scheint auch hier mehrere Treffen zu. Nicht schlecht. Zack. Domino-Effekt. Domino-Effekt. Auch wenn du eine Cursed-Stimme hast. Cool. Ich feiere die Stimmen halt nicht. Ich glaube, man merkt das. Ist halt einfach weird, dass jetzt jeder irgendwie eine Stimme hat. Aber ist okay. Ja, so geht das, Rebel Peach. Du recht. Trio Infernale. Das alle Gegner gewesen? Hier gibt's nicht mehr als die drei noch? Ach komm, das ist doch unfair. Wegen drei Gegner jetzt nochmal so einen Aufstand machen. Der letzte macht mehr Schaden. Tschüssi! Da haben wir das nicht geskillt? Ach, ich weiß. Gib mal den Zug ab. Kann eh nichts Krasses passieren. Ja, natürlich die Goombas, die Damage machen. Die sind aber jetzt auch weg. Da gibt's auch ein paar Erfahrungspunkte für uns. Aber halt nur minimal. Aber immerhin etwas. Immerhin etwas so. Ich hoffe, die respawnen auch nicht, wenn man die Welt wechselt und wieder zurückkommt. Oder doch, eigentlich fände ich schon cool, wenn die das tun würden. Da könnte man richtig grinden. Aber ich fände es halt auch irgendwie nicht so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also Gegner respawning nach einer Zeit ist... Wir öffnen erstmal... Okay, gut. Okay, gut. Eine neue Erinnerung, und zwar ein Augi an Mr. Krabs. Ja, wie gesagt, wir lesen uns das alles in einem Zusatz. Also, nee. Als ob ich mir jetzt hier noch ewige Texte durchlese. Ganz ehrlich, wie sehe ich denn aus? Habe ich Zeit? Nein. Komme ich nicht runter? Ich muss sie leider benutzen. Mr. Krabs, ich habe gerade ein Buch über dich gefunden. Ja, ja, mega cool. Aber ich würde jetzt weiter steppen, wenn das okay für dich ist, ja? Weil, gibt es hier links noch was? Gibt es so einen grünen Ring? Ich habe keine Ahnung, was der grüne Ring macht. Der ist neu. Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Da vorne ist aber erstmal ein Checkpoint. Den nehme ich doch mit. Wunderbar. Auch ein paar Sternenteile. Und ein paar neue Bilder, die sich hier befinden. In Kriegszeiten musste Augie zu Hause bleiben, um auf das Vieh aufzupassen. So kam es, dass zeitweilig eine Hühnerschar über seine Stadt herrschte. Ja, cool. Das ist immer lustig. Wer bist du denn? Wohin als nächstes? Keine Ahnung, wer bist denn du? Wenn ich bloß... Wenn ich das bloß lösen könnte, würden die große Augen machen. Hallo? Alles in Ordnung? Sollen wir Hilfe holen? Bibo, das ist Professor Wunderlich, der bekannteste Archäologe unserer Zeit. Keine Ahnung, kenne ich nicht, sorry. Früher wurde die Geschichte geehrt. Ruinen wurden ausgeräumt, Schätze gesucht, Entdeckungen wurden in der Vergangenheit gemacht. Nicht nur in der Zukunft. Wenn heutzutage etwas nicht digitalisiert wird, ist es, als wäre es niemals passiert. Das ist aber sowas von true. Ich bin hier, um ein uraltes Rätsel zu lösen. Seit Jahrhunderten suchen Entdecker nach der Antwort. Und ich kann es nicht alleine lösen. Die Vergangenheit schweißt uns zusammen. Werdet ihr mir helfen, sie wieder aufleben zu lassen? Bevor sie ganz in Vergesslichkeit gerät. Aber natürlich kein Problem. Ich bin davon überzeugt, dass sich irgendwo in diesem Raum die Lösung für das Rätsel aus dem Tempel von Strahlenstrand befindet. Okay. Das Rätsel.
In einem Manuskript, das ich übersetzt habe, ist es von Kammer der zwei Söhne die Rede. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ihr werdet es besser verstehen, sobald ihr das Rätsel gehört habt. Der König heftet den Stern deinem Lieblingssohn an. Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt einen neuen Morgen heran. Die Gemälde im Tempel sind von betörender Schönheit. Ich vermute, dass sie irgendetwas mit dem Rätsel zu tun haben. Nur zu. Nur zu. Wenn diese tragische Geschichte für etwas gut sein soll, wenn die Leute daraus lernen sollten, muss es gelöst werden. Okay, wir haben eine Zusatzquest scheinbar. Jetzt Minus drücken. Hier werden mir Quests angezeigt. So. Und unsere... Öffne ich Quests? Weiß ich, wie ich Quests öffne. Aufgabenprotokoll auf X. Ja, genau. Unsere Aufgabe ist, den Leuchtturm zu betreten, aber... Oh, wir können hier ganz viele nehmen. Besiege Panzergumba. Das wollte ich das letzte Mal machen. Ist nicht so gut ausgegangen. Löse das Rätsel des Tempels der Morgenröte. Da sind wir... Ah, das ist das Rätsel, was wir jetzt machen. Genau. Und besiege die ganzen Pfützen. Das machen wir noch. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal darum, hier ein bisschen das Rätsel zu lösen. Also er sehnt sich nach der Sonne. So. Der Ausgestoßene. Nee, was mit ihm? Er war der so angibt, gell? Och, ich kann mich nicht mehr an alle Bilder erinnern. War das nicht? Ja, so. Gut, perfekt. First try natürlich. Rätsel des Tempels gelöst. Ist okay. Ein Sternentrank gehalten. Du hast einen Sternentrank gehalten. Nutze ihn im Spark-Menü, um sofort einen Spark hochzuleveln. Strong, das haben wir auch noch nicht gemacht. Wir haben noch keinen Spark hochgelevelt. Das sollten wir vielleicht mal machen. Komm, machen wir das gerade mal, damit ich vielleicht mal so ein bisschen Ahnung habe. Ihr habt beide keine Sparks. Ihr solltet vielleicht nochmal Sparks bekommen. Rabbit Luigi bekommt jetzt den hier. Und Rabbit Peach den Reflektoren-Typen. Dann lass uns den hier mal aufwerten. Dafür sind die Sternteile! Aha, Guys! Komm auf Stufe 2 mindestens. Wunderbar. Dann vielleicht auch noch der hier. Den aufwerten. Wir haben sehr viele Sternteile, wenn ich das richtig sehe. Komm, ihn auch noch gerade aufwerten, weil wir haben ultimativ viele Sternteile. Also warum nicht gerade alles mal aufwerten hier? So, sind alle stärker geworden, außer der eine, dieser mit dem Feuer. Aber wer benutzt denn schon das Feuerding? Wahrscheinlich mega viele von euch. Nur mal wieder ich nicht. Will, genau, das Bild haben wir noch nicht gesehen. Sein Leben lang stand Augi im Schatten seines Bruders. Was, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so schwer gewesen sein kann. Ja. Ja, das schon. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Wir haben das Rätsel gelöst. Was? Ihr habt das Rätsel des Tempels gelöst? Erzählt es mir, ich möchte die Kunde verbreiten, damit ich die Geschichte zu neuem Leben erwachen kann. Man musste zunächst einmal die Statuen drehen. Der Ausgestoßene war übrigens Augi, wer auch sonst. Armer Augi. Die Vergangenheit ruft uns nicht aus der Ferne zu, sie flüstert uns ins Ohr. Ja, also viel Glück bei allem, was dich in der Zukunft erwartet. Oder wohl eher in der Vergangenheit. Der war nicht lustig. Oh, wirklich. Wir sollen da lang. Gut, da gehen wir nicht lang. Ihr kennt mich, Guys. Die Bilder schauen wir uns an, aber wir gehen erstmal hier runter. Aber hier sliden wir, oder? Nein, tun wir nicht. Gehen trotzdem hier runter. Einfach so. Baba! Da ist ein Toad. Stufe 5 sind wir. Da können wir uns das Ganze hier doch mal gleich anschauen. Ich trinke mal kurz was. Es ist schwer, so viel zu reden. Anstrengend. Keramik! Panik! Hier steht einfach ein Boss rum. Okay. Ja, sorry. Oder, nee, der ist kleiner. Ist das denn so ein
Mini-Boss. Ist okay, skippen wir das. War kein guter Joke, machen wir einfach direkt weiter. Hier kommt der Jump-Flug des Todes. Ja, okay, wir kommen nicht sehr weit. Ah, doch, wir kommen zumindest bis hier hoch. Warte mal. Aber wir laufen zuerst mal noch mit Rabbit Luigi und fliegen. Wir können keinen zweiten Teamsprung machen, I see. Wir treffen an der Stelle aber auch keine Gegner. Was jetzt nicht schlimm ist, aber halt. Ich mich trotzdem mal. Will ich schießen, ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, wie weit Bobombs laufen können. Deswegen stelle ich mich mal so weit weg, wie ich kann. Und gib mal den Zug ab und guck mal, was der Gegner tut. Okay, die kommen nicht bis. Nein, ich wollte nicht normale Geschwindigkeit. Mann! Es ist noch so eine Gewohnheit, dass ich immer direkt Y drücke, wenn ein Gegner am Zug ist. Aber muss ich nicht. Es geht ja automatisch jetzt schon schnell. So. Jetzt fest sein. Take das! Nein! Ich habe ihn von der Stage geworfen. Ach, das war dumm. Ich wollte ihn eigentlich da vorne reinwerfen. Ja. Laufen wir erstmal mit Rabbit Luigi. Der sich tatsächlich schon wohin stellen kann. So, wir machen aber auch hier mit der Bombe echt strong Damage. Er kommt nicht bis zu uns. Ich wusste ich. Können wir nicht? Nee. Und weg hier. Wunderbar, ich kann sogar noch nach hier hinten. Dann baller ich auf ihn, volles Kanonenrohr. Er tankt ordentlich Damage, er kommt aber nicht bis zu mir. Das ist gut, weil ich kann ihn dann rausnehmen. Richtig. Sie macht sowieso viel zu viel Schaden, reden wir nicht drüber, das ist viel zu strong. Viel zu leicht. Ja, merke ich, viel zu leicht. Der Bob-Bob könnte uns, glaube ich, halt nicht gut, ja? Jojo. Die ist nicht im Radius, oh, wegen einem Block. Ja. Musst du jetzt halt einmal aushalten, Rabbit Peach. Es tut mir ja leid. Ihn finde ich aber auch nicht so schön, dass er da hinten so am Campen ist. Wunderbar, da können wir auch noch jumpen direkt. Oh, Hauptsache ich komme hier hinter. Nein, ich kann ihn ja trotzdem nicht dashen. Aber ich glaube, mit ihr kann ich ihn dashen. Ja, genau. Dann. Weg damit. Ganz dringend weg damit. Positionierung ist, sage ich mal so, nicht schlecht jetzt. Wir treffen halt niemanden. Aber das ist okay, wir geben den Zug ab. Er läuft seine 2 cm. Das spawnt jetzt ein Gegner, ein Bob-Bomb. Schwer, schwer. Oh, sogar 2. Oh, sogar 3. Nein, doch, 3 Stück. Aber du schießt halt einmal da oben rein. Game over. Hoch mit dir. Gut, da werde ich mich hinstellen. Mit ihr den Long Jump des Todes machen. Ich hoffe, ich komme wenigstens bis an den Block. Ja, wunderbar. Das ist nicht euer Ernst, dass ich jetzt in einem Feld mal wieder nichts treffen kann. Ach ja, das macht Spaß.
Ich will Bob-Bombs treffen. Zumindest einen davon. Weil das halt strong viel Damage macht. Rabbit Luigi, oh, du kannst sogar noch ein bisschen hochlaufen. Das ist aber schön. Mal einer an. Du kannst jumpen. Nein, kannst du nicht. Hä? Und der ist auch down. Krass. Zack, 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 zack. Auch dass sie viermal Damage machen kann. Minus eins. Halt krass. Okay. Wir geben den Zug natürlich direkt wieder ab. Egal, ich will eigentlich nur mit. Ganz an den Rand. Hey! Ja. Rabbit Peach kommt da gar nicht hin. Ja, vielleicht stupid. Aber da es ja hier keine Zuglimits gibt, ist so entspannt. Rabbit Luigi kommt auch mal her. Wir gehen den Zug ab. Es sollten keine Gegner spawnen. Ja. Und wir reachen das Ziel. Nicht zu weit fliegen. Einfach noch hinten raus. Bei dem Toad, den wir hier mit gerettet haben, habe ich gehört. Stufenaufstieg. Wunderbar. Sternteile mitgenommen. Steppen weiter. Da haben wir eine Planetenmünze erhalten. Finde ich gut. Noch ein paar Zusatzsplitter. Baba, mir geht's gut. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich auf eine abenteuergefährliche Situation geraten bin. Also macht euch keine Sorgen um mich. Baba! Kein Stress, Toad. Ich mache mir nie Sorgen um euch. Mag euch nicht. Oha, da ist ein Block. Den können wir aber ordentlich wegbewegen. Zack. Und dahinter findet sich die Chest. Nee. Ach, die Kugel, die wir vorne einsetzen können. Tun wir das doch gerade. Secret. Und Propeller. Ja. Wir bekommen, oh, eine Planetenmünze und noch ein paar Coins. Wunderbar, das war alles hier hinten. Dann steppen wir wieder nach vorne. Für seine Eltern lief das Fass endgültig über, als Augie bei Perfectus Hochzeitsfeier mit dem Sonnenwagen der Familie im Pool des Nachbarn landete. Ja, aber ich sag mal so, es kann ja mal passieren, dass man, also... Sollte nach Wirklichkeiten nicht passieren, aber kann trotzdem passieren. Oh, Secret, kann man hier durch? Nee. Ah, okay. Da unten ist ein Level 6 Gegner, mit dem wir uns sogar schon anlegen könnten. Verschlossene Röhre für 12, kommen wir nach da hinten. Ich sehe da hinten so einen Riesengumba, befleckt mit schwarzer Tinte. Ob ich da hin will, ist so eine Sache, nicht? Auf jeden Fall werden die erstmal weggedasht. Schöner Erstangriff. Und der Erstangriff eigentlich, bis jetzt habe ich noch keine Auswirkung davon gesehen. Hallo? Es kann auch gerne mal laden, also. Vielleicht sterben dadurch einfach schon ein paar Goombas weg oder so. Es sind jetzt 6 Goombas unser Ziel. 7. Oh, da ist noch ein Schnipper, den ich... Oh, wie cool. Weiter stelle ich mich hier hin. Mit dir hier hin. Dash ihn einmal. Er kriegt hier schön einen rein. Ich hätte ihn vielleicht vorher scannen sollen, weil er sieht nicht aus wie ein Sniper. Doch, ist aber einer. Okay. Ja, wir machen... Wer kann denn sie laufen? Oh, sie kann... Sie kann bis nach da vorne laufen? Ja, strong. Hoch mit dir. Dann fliege ich mit ihr mal... Ah! Ja, nicht so gut gelaufen. Wobei, irgendwer sollte vielleicht noch ihn hier rausnocken. Ich seh dich.
Rebel Beef steht sehr stupid, weil ich nicht daran gedacht habe, dass der Typ noch lebt. Gumbas machen jetzt ja nicht wenig Schaden. Reflektieren erstmal anmachen. Und dann halt einfach mal auf den Gumbas schießen. Fänd's cool, wenn man durch die Explosion vielleicht so einen kleinen Flächenschaden hätte. Aber alles gut. Kein Schaden. Das sind nur 6 Gumbas. 5. Die aber echt strong Schaden machen. Das sieht saftig aus. Boah, alle auf einmal! Zack! Das waren 5 Gumbas mit einem Angriff besiegt. Nicht schlecht! Muss ich schon sagen, strong. Bisschen die Erfahrungspunkte getaked. Ja, weiter geht's, hätte ich gesagt. Ey, das Spiel bockt so unfassbar. Was haben wir? Wo war der Gumba? Hier unten, gell? War alles, was es hier unten gibt. Können hier, doch, wir können hier hoch. Da befindet sich ja was für uns. Okay, gut. Eintrag, du? Ah, zu den Claudiussen. Was ist das da hinten? Warum kann man sich Sachen nicht mehr angucken? Das finde ich schade. Das nimmt so ein bisschen. Oh, oh, ist er nicht hier oben irgendwo gewesen? Das ist ein ganz normaler Standard-Green. Hä? Was hätte ich denn tun sollen? Ja, mal die Leiter herunterlassen. Gar nicht. Hä? Da ist ein Powerblock. Den nehme ich mit. Der Stufe 6. Warum müssen wir denn nach da hinten? Da vorne! Wo jetzt? Da lang! Ich renne! Jetzt muss es hier sein, ja? Ja, und da vorne. Wunderbar! Eine Kiste. Ja. Grüne Münzen erhalten. Ja. Grüne Münzen, Herausforderung. Dann steppen wir doch nochmal zurück zu dem Typen und kämpfen erstmal den. Oder gehen. Nee, warte, warte. Wir gehen erstmal storytechnisch hier weiter. Wir gehen erstmal storytechnisch hier oben weiter. Hoppala. Da ist noch ein Bild. Die Bewohner hier auf Strahlestrand sollten sich von ihrem nächsten Wächter unbedingt Referenzen zeigen lassen, bevor sie ihn einstellen. Kenne ich diesen Pokal nicht irgendwoher? Keine Ahnung, wer du den Pokal kennst, Beepo. Aber, cool. Was heißt verlassen an der Stelle? Wieder, dass wir draußen sind? Weil dann würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen und die Dings... Nee, tatsächlich nicht. Kann man tatsächlich auch so ein bisschen hoch. Ah, nee, doch. Das ist die... Das ist die Geheimtür, von der uns der Typ da erzählt hat. Wisst ihr noch? Das war in Folge 2. Aber dann gehen wir doch nochmal da durch, dass ich das nicht gesehen habe. Voll dumm. Also bin ich sowieso. Oh. Aber das sieht mir nach Respawning der Gegner aus. Ja. Finde ich. Weiß nicht, wie ich das finden soll. Dann mache ich noch ganz kurz den Gegner hier unten. Und dann beim nächsten Mal... Geht es hinten bei dem großen weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da, damit ich sehe, dass ihr mehr davon wollt. Abonniert den Channel, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.